Weil mir was genau fehlt? Rebis. Okay, das heißt, ich brauche eine Rebis-Zutat. Und das Ganze fünfmal. Neunmal. Okay. Kann ich das abbrechen irgendwie? Ich kann das Meditieren nicht abbrechen, ne? Egal. Ich meditiere einfach mal eine Stunde und dann muss ich Rebis sammeln. Wo auch immer ich das herbekomme, was genau beinhaltet Rebis? Ich schau mal, was ich habe. Ektoplasma. Weiße Myrte ist es nicht, okay. Nieswurz ist es auch nicht. Okay. Krähenauge vielleicht. Ist es möglicherweise das Krähenauge, das Rebis beinhaltet? Nein, Vitriol und Nigredo. Aber kann ich trotzdem mitnehmen? Weiße Myrte ist es ja auch nicht. Älterer Druide. Welche Pflanze beinhaltet Rebis? What is it? Ja, erstmal hier kaufen. Aether Nigredo, Quebrit Nigredo, Vitriol Nigredo. Hundspetersilie Blätter. Rezept für Mariborwald haben wir schon bekommen, glaube ich. Feinvet. Okay. Kostet wie viel? 300. Natürlich. Natürlich. Ich brauche Rebis. Ich brauche Rebis. Woher kriege ich Rebis? Everything grows. Ich sollte mir vielleicht dieses Herbarium kaufen, ne? Krähenauge, Nieswurz. Nieswurz ist es ja nicht, weil Nieswurz haben wir zur Genüge. Krähenauge ist es aber auch nicht. Weiße Myrte ist es auch nicht. Ich kann es trotzdem sammeln, das Nieswurz hier und das ganze Zeug. Weil brauchen tun was, ja. Ich nehme das trotzdem hier alles mit. Mist, was war Rebis nochmal? Es ist auf jeden Fall eine Zutat, die wir kennen, glaube ich. Ich könnte ja möglicherweise auch einfach in unser schönes Journal schauen. Da steht das wahrscheinlich auch drin im Moment. Hier, Tagebuch, Zutaten. Äther, Rebis. Leichengift, Schöllkraut. Ich brauche Ghule, ertrunkene Tote, Verschlinger, ertrunkene. Oder Schöllkraut. Kriege ich das alles her? Ich habe keine Ahnung. Schöllkraut. Schöllkraut wächst aber irgendwo. Ja gut, das ist jetzt die. Oh, hallo Wölfi. Wölfi vor allem. So. Das ist jetzt die. Nein, 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 nein. Hallo, nein, ich will das da. Ich will das Stahlschwert. Na jetzt. Komm schon. So. Wieso können die eigentlich einen Schwertschlag abblocken? Das frage ich mich übrigens schon geraume Zeit. Wie können eigentlich Monster Schwertschläge abblocken? Ich meine, ja, wenn die außergewöhnliche magische Monster sind, dann können die das, aber sonst ja eher nicht. Wölfe vor allem. Wölfe haben ja nichts, mit dem sie das abblocken könnten. An denen ist ja nichts dran, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, schon was dran und ich will keinem hungrigen Wolf bei Nacht im Wald alleine begegnen, aber ja. Ich würde sagen, einem Schwert haben die nicht viel entgegenzusetzen. Schöllkraut! Entgegenzusetzen. So. Das heißt, wir haben hier also überall ein bisschen Schöllkraut verteilt, hoffe ich. Unbekanntes Kraut, weiße Myrte.
Da hinten ist noch Schöllkraut. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Schöllkraut. Ich kann das sogar schon anklicken. Der geht da von alleine hin. Unbekanntes Kraut. Weiße Myrte. Okay. Das heißt, wir haben schon zweimal Schöllkraut gefunden. Das finde ich jetzt sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. Ihr bleibt auf der Brücke. Da hinten ist noch Schöllkraut. Da muss ich an einem Blutsauger vorbei. An einem Blutsauger. So. So, erstmal den kaputt machen. Okay, ich muss definitiv... Ich bin ein bisschen im Nachteil hier gerade. Aber auch Ertrunkene geben nämlich Leichengift, was auch eine Rebiszutat ist. Fällt mir gerade ein. So, dann machen wir das so. Und dann looten wir einfach mal die Leichen und schauen wir mal, ob wir Leichengift kriegen. Nö. Ja, nein, Ginazäure. Okay, Ginazäure ist zwar auch sehr schön, aber wäre mir trotzdem was anderes lieber. Leichengift. Sehr schön. Überreste. Nehme ich auch. Nehme ich auch an mich. Ich will ehrlich gesagt noch nicht gegen einen Wyvern kämpfen. So, ich trinke erstmal eine Schwalbe. Wir haben eh noch ein paar und außerdem machen wir uns auch noch ein paar. Schöllkraut. Sehr gut, dankeschön. Die bekämpfen sich da hinten gerade gegenseitig. Da ist ein Botenleichnam. Okay, ich kann ja mal versuchen, gegen einen Wyvern zu kämpfen. Ist jetzt nicht so, dass... So, schauen wir mal. Ich gehe mal auf den Wyvern drauf. So. So, machen wir das mal einfach mal. Okay. Ich mach mal Art. Ja, und vor allem in die falsche Richtung. Das funktioniert ja immer gut, wenn man in die falsche Richtung artet. Okay, Ich bin tot. Ich sollte keine Wyvern angreifen. Gut. Gut, dass ich vorher GF5'd habe. Laden. Wald in den Sümpfen. Mist. Okay, also merke, keine Wyvern angreifen, weil ich ein Lobob bin. Weil ich ein Lobob bin. Das ist ein unbekanntes Kraut, da ist noch weiße Myrte. Ich nehme die weiße Myrte einfach mal mit. So. Botenleichnam. Würde da trotzdem gerne hin zu dem Bodenleichnam. Ich hoffe, ich komme da in irgendwie... Ich komme da nicht vorbei, ne? Ich komme da nicht hin, weil da die Wyvern den nämlich belagern. Deswegen sind die Wyvern nämlich da. Um den Bodenleichnam. Ja, der Wyvern hat mich entdeckt. Ich, der Falle und ich habe mich rausgeklickt. Übrigens, das Spiel läuft weiter. Ich muss so schnell wie möglich wieder reintappen. Ich hoffe, die Aufnahme bricht nicht ab. Leute, hallo, jetzt, ach so, ja, hallo, guten Tag, auf Wiedersehen. So, tschüss, ich muss weg, ich muss weg, tschüss. War das ein Ort der Macht, den wir noch nicht gekannt haben? Ich weiß es gar nicht. Warum gibt es hier so viele Sackgassen? Welcher Sumpf hat so viele Sackgassen? Oder Dschungel, wie ich es oft nenne. Warum haben die so viele Sackgassen? Da ist ein eingestürzter Turm. Was auch toll ist. So, erstmal weg, Ignin. Erstmal einen wegmachen. Den ich schon am meisten angehittet habe. Erstmal wegmachen. Damit der mir keinen Damage mehr macht. Ja, das ist übrigens wunderschön. Hallo, jetzt. So. Okay, ich habe niemanden von den beiden getroffen.
Na, dankeschön. Übrigens, ich mache die meiste Zeit den Katzenstil, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist gegen die Blödsucher. Ich schalte mal um auf den Wolfstil. So. Ja, natürlich. Warum auch nicht? So. Weg. Geralt, geh weg. Ja, trotzdem vergiftet. Egal. Oder zumindest ziehen wir eine Fahne hinter uns her. Ach, da kommt noch ein Blödzuiger. Ein Blödzuiger, Blödzuiger. So, weg mit dir. Okay, der Wolfstil besteht offenbar nur aus Anspringen und von oben feste draufhauen. So, ich mach erstmal hier den hier fertig. So. Wo ist der Ertrunkene? Der ist auch gestorben. Okay, nice. Dann nehme ich das erstmal an mich hier alles. Da hinten sind sie. Die wunderschönen Überreste. Ja, nehme ich auch an mich. Das nehme ich auch an mich. Unbekannte Kräuter gibt es ja auch genug, wenn ich ehrlich sein darf. Okay, was haben wir denn da noch alles Schönes? Da ist eine Feuerstelle, Skoyatel. Ehrlich jetzt? Lager auf der Insel. Aha, interessant. Humans are intruders. We aim to win back our world. What do you mean? Some of our greatest died combating humans. First when your kind arrived in these lands, then recently when we again concluded we couldn't abide mankind's tyranny. Have you seen Fenywed flowers? You couldn't find one, because you can't distinguish it from common plants. Okay. I don't remember elven history. Tell me about Fenywed. Why should I? Wait. I've long carried this book I need no more. Read it, and you'll learn of what I speak, though I doubt you'll understand its message. Das lass mich bitte selbst entscheiden. Thank you. Hier. Fenywed. Laras Geschenk. Eine Elfenversion der Legende von Lara und Kreganan. Laras. Achso, ja, hier. Nach einem elfischen Märchen. Doch kein Flehen und Bitten konnte die steinernen Herzen der Däune der grausamen und gnadenlosen Menschen erweichen. Und als Lara sich an der Tür der Kutsche festhielt und um Gnade, wenn schon nicht für sie, so doch wenigstens für ihr ungeborenes Kind flehte, befahl die Königin einem Schurken, dass er das Schwert zücken solle, ihr die Finger abzuhacken. Des Nachts, als die Winterkälte hereinbrach, hauchte Lara auf einem Hügel im Wald ihr Leben aus, während sie ihre Tochter gebar, die sie mit jedem Fünkchen Wärme ihres Körpers beschützte. Und trotz Nacht, Winter und Schneesturm kam auf diesem Hügel plötzlich der Frühling und Fenywed-Blumen erblühten. Bis auf den heutigen Tag blühen diese Blumen nur an zwei Orten, im Tal Dol Blathana und auf dem Hügel, wo Lara Dorn Ebschirtal starb. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Glossareintrag hinzu. Wunderschön! Wunderschön! So, Glossar, Elfen. Ja, und Fenywed-Blumen kenne ich die jetzt auch oder nicht? Ja, Elfen. Elfen ist wunderschön. Zutaten. Alle. Nein. Ich kenne die immer noch nicht. So, Yevin! Ah, Witcher. You've been busy. A training camp? We must train to fight effectively. Really think this band of warriors can accomplish something? Can a few stones turn into an avalanche? Can an entire city burn down from just one spark? No need to answer. We both know the truth. Hmm. Yes.
Hier. I have Vivaldi's response. He sends words, not gold. I suspected as much. So my effort was in vain? Quite the contrary, Witcher. Vivaldi either will not or cannot help us. Crucial information regardless. Did he say why he refused? Nein. No. I don't know myself what to make of all this, as King Desmond said when caught cheating at cards. All jests aside, as King Desmond said when his guests began turning blue and dying. That's all I have to say about Vivaldi. Down to business. I have a job for you. Ach so, okay. Got more work for me? Hmm. You proved apt at moving around the swamp, and performed a favor for us. There is something. I'm listening. I've heard that Knights of the Order of the Flaming Rose have entered the swamp. Those fanatics detest non-humans. They'll come for us sooner or later. What's it to do with me? I'd like you to lead the unit to the Golem Burial Ground, where Havkarn await with a weapon shipment. If matters turn dire, I expect you to prevent the unit from dispersing. Damit will ich ehrlich gesagt nichts zu tun haben. I'm not sure I want to get involved. I need some time to consider. Ja, genau. Ich will nämlich mit dem Krieg zwischen Square Tell und den anderen nichts zu tun haben, wenn ich ehrlich sein darf. Unbekanntes Kraut. So, ja, hier. Zwerg ist verschwunden. Ein Elf taucht auf. Warum auch nicht? Kann man ja machen. Mit mir kann man es ja machen. So, warte mal, da war ein Lagerfeuer. Ich brauche mich da gar nicht wegzubewegen, weil da nämlich ein Lagerfeuer ist. Ich zünd das jetzt einfach mal an und alle Schlafsäcke gleich mit dazu. So. Ich habe drei Talente zu vergeben. Ach, wie schön. Wahrer Mumm. Gewandtheit. Was ist das denn überhaupt? Ach so. Ausdauer, das brauche ich nicht unbedingt. Intelligenz. Zeichenintensität, okay. Ich würde trotzdem Art, nein. Irben. Quen? Was kann ich bei Quen machen eigentlich? Verteidigungsbarriere, Feuerresistenz. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ah, das ist praktisch jetzt. Das ist praktisch, okay. Interessant. Mache ich das jetzt hier so. Quenstufe 2. Der Schaden absorbiert. Plus 25% Dauer, 15 Ausdauerkosten. Interessant. Mache ich trotzdem. Und Lehrling. Und gedrückt halten. Okay, das heißt gedrückt halten. Auch interessant. Machen wir das so. Machen wir das einfach mal so. Dann haben wir das auch gemacht. Und jetzt Alchemie. Alchemie machen wir auch mal. Schwalbe. 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 Ich kann keine Schwalbe mehr machen, weil Rebis und Rebis fehlen. Ach, ich brauche 2 Rebis pro Schwalbe. Das ist ja blöd jetzt. Waldkauz. Nekrophagenöl. Kuss. Was ist Kuss? Resistenz gegen Bluten ist mir egal, ehrlich gesagt. Mariborwald. Schneesturm. Fehlt auch Rebis für. Weißer Honig brauche ich überhaupt nicht. Insektoidenöl brauche ich auch nicht. Höllenhundseele brauche ich gar nicht. Geisteröl auch nicht wirklich. Furchtbringerblick. Gewährt ein Bronzetalent. Das ist ja interessant. Mit einem Furchtbringerauge kann ich anscheinend einen Trank brauen, der mir ein Bronzetalent schenkt. Interessant. Donner. Bindekraut. Argentia. Überzug für Silberklinge. Erhöht mit dem Silberschwert zugefügten Schaden. Er verringert die Wirksamkeit eines Stahlschwerts. Brauche ich eh nicht, ehrlich gesagt. Aber Schwalben habe ich jetzt erstmal eh, glaube ich, genug, oder? Wo habe ich denn die Schwalben? Wo sind die denn hin? Sind die... Nein, die sind nicht darüber gewandert. Hier, Schwalben. Schwalben, Schwalben. Hallo? Ach, ja, da drüben, natürlich. So, 8 Schwalben. Ich hoffe, das wird was.
Gut.